Hast du das auch zum Valentinstag gespielt? Nee. Machst du keine Musik zum Valentinstag? Nee. Weil sich deine Frau sonst scheiden lassen würde angesichts dieses Rumgeklampfe? Nein. Valentinstag ist bei uns nicht ganz so im Vordergrund. Wie? Aber ihr feiert das doch. Also ihr feiert das doch. Ja, in ganz, ganz kleinen Rahmen. Und jedes Jahr gleich. Herzlich willkommen zu Keine Wochenshow. Nummer 59. Richtig. Mensch, bin ich. Richtig. Ja, Valentinstag ist vorbei, wieder die große Geschenke- und Blumenorgie, wobei ich eigentlich den Eindruck habe, das ist. Nee, ich bin jetzt am Valentinstag durch die Stadt gefahren und hast du ganz viele junge Menschen gesehen, oder beziehungsweise junge Männer gesehen, die alle so schön ein kleines Blümchen in der Hand hatten. Ach, das ist einfach feichlich, der. Nein, das ist eigentlich schlimm. Ist doch schön. Friede, Freude, Eierkuchen an einem Tag wenigstens. Und was, also wenn man, wenn es jetzt nicht so intim ist, was macht ihr dann immer? Machen wir mal einen bayerischen Abend. Oh, wie romantisch. Ja, das hat eine Tradition, weil nämlich an einem Valentinstag, wo wir damit begonnen hatten, haben wir uns sozusagen vorgenommen zu heiraten. Also beziehungsweise ich wurde diesmal gefragt. Ach, sie hatte den Antrag am Valentinstag, also sie hat sich quasi verlobt am Valentinstag. Genau, zu einem bayerischen Abend. Seitdem machen wir jedes Mal einen bayerischen Abend. Warum nicht? Ja, ist mal was Neues. Ja. Oder Individuelles, sagen wir mal so. Ja, politisch sind es ja unfassbare Zeiten, glaube ich, im Moment in Deutschland. In jeglicher Hinsicht. Also irgendwie fällt einem da gar nichts mehr so richtig ein. Also hast du den coolsten Spruch seit langem wieder von Olaf Scholz? Ja. Er möchte bei der nächsten Wahl die stärkste Kraft werden nach den Wahlen. Er möchte sozusagen aus dem Tief, die jetzt gerade ist, hoch und stärkste Kraft nach der nächsten Bundestagswahl werden. Ich sag mal ambitioniert, oder? Träumen darf jeder mal, das ist also völlig klar. Aber wenn man sich mal überlegt, CDU ist im Moment die Union ist bei 33%, die SPD bei 16% und die AfD bei 15%. 14, 15%, je nachdem, wer gefragt hat wahrscheinlich. Ja. Ist absolut. Alles im Eimer, würde ich sagen. Ja, die SPD ist sowieso am Boden. Also ob die jetzt wirklich ihren Entscheider über die Bühne kriegen, oder einen positiven Entscheider über die Bühne kriegen, ist echt fraglich. Was aber interessant ist, dass auch die Kleinparteien im Moment großen Zulauf haben. Also wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Grünen auch bei 12-13% im Moment. Mhm. Die Einzige, die verloren haben, ist die FDP. Warum wohl? Weil die ja auch nicht wollten, keinen Bock haben zu regieren. Eigentlich. Wie war der Spruch von Herrn Lindner? Lieber nicht regieren als schlecht regieren. Ja. Also eigentlich zeichnet sich ja so ein bisschen ab, also wenn die CDU jetzt noch ein bisschen kämpft und wenn die Grünen auch noch ein bisschen kämpfen, würde es ja vielleicht sogar für Schwarz-Grün irgendwann reichen, aber ich glaube das eher nicht. Erstmal nicht, Deswegen war ja noch ein großes Ereignis diese Woche, war ja was Positives, Free Dennis, am Freitag, ne, ist er spontan aus der türkischen Haft entlassen worden. Dennis Yücel, bevor wir darüber weiterreden. Darauf darfst du jetzt mein Bier trinken. Oh, das ist aber bei wir haben ja immer noch zwei Bierse von der guten Woche übrig. Und du darfst jetzt aussuchen, das stehende oder das liegende Bier? Das stehende. Dann kriegst du jetzt dieses. Lubuski. Ich glaube, das ist ein polnisches Bier. Meine Nase. Das wird halt also erstmal eine schöne Form. Da müssen wir mal ein schönes Gläschen holen. Guck mal in die Kamera, zeig mal die Kamera. Uiuiui, 6,1 Umdrehung. Aus Witnica. Witnica, ja. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, das kommt woanders her, weil das eigentlich anders beworben wurde. Aber naja. Ja, guck doch mal. So, ich zeig euch das jetzt hier mal in die Kamera. Leckerchen, Bierchen. Wir sind übrigens tatsächlich noch auf Sendung. Ja. Also Lubuskie Jasne. Heißt das Bier? Das wird sicherlich irgendeine Übersetzung haben. Bestimmt, aber ist denn kein Pilz, weil sonst, weil das heißt sowieso ähnlich. Pivo Natural. Vielleicht habe ich aus Versehen auch eine Brause gekauft. Nee, Pivo ist drauf. Pivo ist Bierchen. Ja, dann gucken wir mal. Ja, auf Dennis, ne? Und dann. Dennis Yücel. 367 Tage war er echt ohne Anklage, ohne Halt im türkischen Knast. Und man weiß nicht genau, also es wird ja immer wieder dementiert, dass Deutschland dafür irgendwie keine Gegenleistung. Also wird ja genau hervorgerufen. Das ist ja das Schöne, dass der Außenminister wirklich immer wieder betont, es wurde keine Gegenleistung. Ja, aber kann man das glauben? Weiß ich nicht.
kann ich noch nicht sagen. Aber die sprudelt wie eine Brause. Ja, wirklich. Ja, Blume ist gleich weg. Willst du erstmal auch mal kosten? Ich hab dir extra was drin gelassen, nicht so wie letztes Mal. Ich sag Brot. Ist wie Brause. Dafür, dass 6 Umdrehungen hat, ist schon echt fad. Ja, es ist so ein bitterer Geschmack dabei, aber... Ja, der ist aber nicht im Vordergrund. Der ist eher, ich finde es sehr, sehr weich. Der, also, schmeckt nicht so ganz nach Bier. Also ich hab ja einen polnischen Freund und dem kann ich das ja mal zeigen. Ja. Und der kann mir dann vielleicht sagen, was wir denn da eigentlich genau probiert haben. Ja. Also vielleicht kann er mir das zumindest mal übersetzen. Ich werde das mal abfotografieren und ich werde dir das dann gegebenenfalls mitteilen. Das wäre nett. Deswegen werden wir uns mal in die Sendung halten, damit wir es gar nicht vergessen. Ja. Also Dennis Yücel, also das Spannende ist ja, dass ja ein oder zwei Tage zuvor war doch der türkische, weiß ich nicht wer, bei Angela Merkel, der Yildirim. Genau. Und das natürlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist, dass er am Tag danach freigelassen war. Also irgendwas muss ja da besprochen worden sein. Ja, das also, wird natürlich nicht an die Öffentlichkeit dringen, denke ich mal. Nichtsdestotrotz, also man soll jetzt auch nicht tun, ich habe ja so Twitter-Tweets gelesen, wie die freudigste Nachricht aller Zeiten. War ja auch ein bisschen übertrieben, weil man muss ja mal sagen, also dass er überhaupt im Knast war, 367 Tage, ist schon Unding. Ja. Da muss man jetzt aber auch nicht, also ist schön, dass er jetzt frei ist, aber also die große Freude. Ja, das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert an den Kommentaren der prominenten Politiker, dass sie sich auch nochmal auf die Seite der nicht prominenten Inhaftierten gestellt haben. Das sagt er, dass die Forderung natürlich weitergeht, die politisch inhaftierten Gefangenen genauso freizulassen wie Dennis Yücel. Ja. Ja, die AfD hat natürlich wieder gewettert, dass er ist ja der Provokateur und also. Die Frau, die ist die Fraktionsvorsitzende der AfD. Nee, die diverse AfD-Leute haben da wieder getwittert. Ja. Also, und das sind so alles so Sprüche gewesen, wo man dann schon gemerkt, dass große Teile der AfD offenbar keine Demokratie möchten, sondern eine Autokratie und dass alle Feinde dieser Autokratie doch bitte. Wir haben freie Meinungsäußerung, warum? Die Frage ist, wie lange noch, ne? Ja, genau. Ja. Über das Thema hat man schon im frühen 20. Jahrhundert schon mal gehabt, mit der Freimeinungsäußerung. Passend zum Thema gab es am Mittwoch im Ersten einen Film mit dem Titel Aufbruch ins Ungewisse. Hast du den gesehen? Nein. Da ging es nämlich darum, dass ging quasi um die Flüchtlingsproblematik, nur andersrum. Der Ausgangspunkt war, dass in Deutschland irgendwelche Rechten an der Macht sind. Und die natürlich tatsächlich das machen, was ich gerade so scherzhaft gesagt habe. Die nehmen alle gefangen, die irgendwie anders denkend sind. Und dann flüchtet eine Familie Richtung Südafrika. Nee, Richtung Südafrika? Ja, kann ja doch, Südafrika, ja. Ja, und die nächste Einstellung ist dann schon, dass sie in einem Schlauchboot sind und dann aber nicht in Südafrika, sondern in Namibia landen. Und dann ist quasi die gleichen Probleme, wie Flüchtlinge in Europa haben. Also sie sind in Namibia gelandet und das heißt, sie müssen auch in Namibia bleiben. Sie dürfen nicht nach Südafrika, gehen aber trotzdem nach Südafrika. Es kommt da aber raus, dass sie da eigentlich nicht sein durften und große Verwirrung. Und eins der beiden Kinder ist dann auch weg und wird dann angeblich wiedergefunden, ist dann aber doch nicht da. Also ganz sozusagen umgedreht. Genau. Der ist spannend. Schöner Ansatz, aber aus meiner Sicht irgendwie... Ich weiß also nicht genau. Es ist schwierig, ob das genauso adäquat umzusetzen wäre. Also ich sehe da einige Probleme. Erstens, an wen richtet sich denn der Film eigentlich? Ja. Also alle Leute, die der Flüchtlingsproblematik offen und weiß ich nicht was gegenüberstehen, dem muss man nicht groß so was erzählen. Und alle, die sagen, Flüchtlinge sollen nicht völlig da bleiben, wo sie herkommen, oder man soll ihnen nichts in den Arsch schieben, oder man soll sie sofort wieder abschieben, den braucht man so einen Film schon gar auch nicht zeigen. Und schon gar nicht, wenn der Film damit anfängt, dass Rechte an der Macht sind und jetzt alle rausschmeißen oder alle in den Knast schmeißen. Das fand ich, fand ich sehr plakativ und im Grunde hat man den Lügenpresse-Schreihälsen damit wieder nur einfach Futter hingeschmissen und das wirklich sehr fahrlässig und leichtfertig hingeschmissen. Weil man sich einfach auch nicht Gedanken gemacht hat, man hätte ja auch mal überlegen können, was gibt es denn noch für Gründe, weshalb man vielleicht aus Deutschland flüchten könnte. Man könnte ja auch sagen, eine Unwetterkatastrophe oder ein Krieg, der tatsächlich ausgebrochen ist. Aber nein, es musste so das Einfachste sein.
Womit ja, ich nicht sagen will, es könnte so passieren, aber... Wurde schnell mal produziert, weil man ja gerade die Problematik hat, so nach dem Motto, ja. Naja. Und dann war es auch tatsächlich so, dass also dieser Teil, was in Deutschland los ist, war vielleicht 5 Minuten. Also das haben sie wirklich nur angerissen. Naja. Hätte man auch ein bisschen ausführlicher machen können. Und dann war der nächste Schnitt, dass sie im Schlauchboot saßen. Obwohl es hieß, sie wollen jetzt das Schiff in Hamburg erreichen, um dann irgendwo hinzufahren. Wo man natürlich dann auch fragt, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Warum sind sie jetzt auf dem Schlauchboot? Was ist da? Also, das Geld für eine Serie hat nicht erreicht. Ne, war ja ein Film, war 90 Deswegen Minuten. Deswegen hätte man jetzt eine Serie draus machen sollen. Oder wollte man, hat man das gleich so gestaucht. Und dann kam noch hinzu, weil ja die ARD, also weil ja leider Fasching war. Oh. Sind ja alle Talkshows ausgefallen. Also Anne Will fand nicht statt. Anne Will hätte stattfinden können, wenn Anne Will Gäste gefunden hätte. Aber angeblich hat sie keine Gäste gefunden. Die waren alle bei der Karnevalsveranstaltung. Genau, die waren alle beim Saufen. Und deswegen konnte sie nicht Anne Will senden. Rosenmontag ist natürlich hart, aber fair ausgefallen. Und deswegen hieß es dann, ja, Sandra Maischberger muss am Mittwoch dann über die GroKo und über die SPD und CDU-Krise diskutieren. Ja, das war... Leider allerdings sollte Sandra Maischberger eigentlich im Rahmen eines Themenabends über diesen Film diskutieren. Aha. Und es wäre auch dringend nötig gewesen. Also das kommt dann noch hinzu, dass so... Also ich finde es grob fahrlässig, quasi erstmal diesen Film auszustrahlen, den man finden kann, wie man will. Aber ich finde, darüber muss man diskutieren. Ja. Und dann sagt man, ach, wir hatten jetzt 2 Tage keinen Talk und deswegen muss jetzt Sandra Maischberger über die GroKo oder sonst was diskutieren. Ich finde, das ist alles rundum scheiße gelaufen. Man hätte jetzt den ganzen Themenabend einfach absagen müssen und verschieben müssen, damit dann dieses Paket später. Aber das... Aber leider schon, muss man ja schon, man plant ja Fernsehen ja ein bisschen weiter vor. Dann kann man ja sehen, jetzt kommt Karneval, jetzt kommt dieser Themenabend und könnte man ja vielleicht ein bisschen... Man weiß ja nicht nur, was da aktuell passiert. Ja, das ist klar. Was aber das wirklich Schärfste war, dass dann bei Maischberger, also ich kannte keinen, der da saß. Da saßen auch nur Politiker aus der 2., 3., 4., 5. Reihe, irgendwelche Journalisten, die schon lange in Rente sind und haben dann irgendwie darüber palat, wo sie sagen, ja, wahrscheinlich sind das die Leute, weshalb Anne Will nicht stattgefunden hat. Also, alles. Was haben sie denn bei Maybrit Illner nachgeholt dann alle? Ja, naja. Nee, hat mich wirklich alles sehr geärgert. Was ich sehr cool fand, hast du die Woche Olympia verfolgt? Also nicht viel, aber. Ich habe auch eine Sache verfolgt, ich glaube, wir werden über das gleiche Thema reden. Und zwar, ich bin kein großer Heute-Journal-Fan. Und es gab durch die Woche so, dass die Eiskunstläufer-Pärchen in der Kür gewonnen hat. Habe ich mir auch geschrieben, weil ich mich nicht merken kann. Aljona Savchenko und Bruno Massot. Genau. Jedenfalls, klingt großartig. Also an sich, dass sie gewonnen hat, klingt schon großartig. Irgendwie seit 50 Jahren das erste Mal Kühe gewonnen. Nee, na, so lange. Katharina. Nee, die im Verlauf. Ja. Zusammen in der Kühe. Und ich hab's war das nicht hier Hans-Jürgen Bäumler? Nee, das war. Keine Ahnung. Jedenfalls hieß es irgendwann aus den 50er Jahren. Okay. Jedenfalls, ich habe es nicht verstanden. Weil das Krasse war, die haben geschafft, in der Heute-Sendung, in Heute-Journal, die komplette Kür von 4 Minuten noch und was komplett zu zeigen. Das war so langweilig. Wie langweilig? Bist du blöd oder was? Ich fand das so total langweilig. Es war schön anzusehen, aber irgendwie. Ich hätte gesagt, okay, hätten man Ausschnitt gezeigt, okay, weil sie was bist du denn für Kultur und weiß ich nicht, was für ein Banause. Ich bin nicht so ein Eiskunstlauf-Fan. Aber das war doch wirklich toll, was sie da gemacht haben. Ja, aber 4 Minuten 30 für, er war ja komplett. Meine Damen und Herren, sonst guckt er mal Doku-Soaps auf D-Max oder TLC oder Six oder wo auch immer diese ramschigen Sachen laufen. Und jetzt zeigen wir dir einmal eine 4-minütige Eiskunstlauf. Eiskunstlauf. Und da pennst du dann weg und regst dich auf, dass die sowas machen. Ich bin weggepennt. Ich fand es so lang. Es war zu lang. Ja, so ist es nun mal. Einfach zu lang für das heute Journal. Man kann ja kurz über Olympia berichten, wer gewonnen hat, wer hier und sonstiges. Und dann strahlen sie komplett die ganze Kühe aus. Ja, zu Recht. Ich fand es nicht so schön. Naja. Warte, ich auch. Zwei Stühle, zwei Meinungen. Ja. Was ich, entdeckt habe bei Olympia, also es ist ja immer so, dass jetzt ständig irgendwelche Skisachen ausfallen, weil schlechtes Wetter, und da haben sie dann Snowboard übertragen. Ja, war ganz spannend. Finde ich, also Snowboard ist so eine der Sportarten, die ich natürlich sonst nie gucke, interessiert mich auch sonst nicht, aber Olympia, gut, guckt man mal, ist ja eine unglaubliche Sportart, also was für eine Kraft dahinter steckt, wenn die mit ihren Snowboard und wenn die dann in die Halfpipe und was die dann so für Bewegung machen und für Sprünge. Das Geile fand ich, der Moderator, der ersten Fachbegriffe konnte irgendwie. Was hat der gerade gemacht? Ich habe den nicht verstanden, was der erzählt hat, aber voll die Fachbegriffe, voll der Nerd gewesen anscheinend, der dann gerade die Halfpipe. Ich weiß ja nicht, wo du es gesehen hast. Ich habe es ja live tatsächlich gesehen. Ich hab's TLC? Nee, ich habe es im ersten gesehen. Louis, nach dem Morgenmagazin haben sie direkt im ersten übertragen gehabt und habe ich so ein bisschen geguckt. Ich habe es nachts auf TLC gesehen, weil ja zu der Zeit, weil Ski aussieht, fand es Eurosport und das erste
Curling übertragen haben. Oh, ganz spannend. Irgend so eine, weiß ich nicht, Mannschaften, keine Ahnung. Da habe ich dann Snowboard geguckt und fand es wirklich sehr spannend. Ja. Man muss ja auch sagen, also Discovery kommt ist ja eigentlich der Rechteinhaber. Ja. Eurosport und TLC, die übertragen ja auch. Aber die werden sich, glaube ich, so ein bisschen in den Hintern beißen, dass sie doch noch diesen Deal mit ARD und ZDF gemacht haben, ja, oder? Auch, ja. Also man muss sich ja nur mal die Zahlen auf den Lippen, auf der Zunge zergehen lassen. Also Biathlon im ZDF, glaube ich, am Sonntagmittag oder Sonntagmittag 6,3 Millionen Zuschauer. Und bei TLC 70.000. Aber ehrlich, wer guckt auf TLC? Aber ganz ernst, wollte gerade sagen, wenn du die Möglichkeit hast zwischen ARD oder ZDF und dann einen kleinen publiken Sender, der vielleicht auch die Rechte zufällig bekommen hat, dann gehst du automatisch zu ARD, weil du das hier wohnt bist. Das hat typisch, Olympia kommt zu den Öffentlich-Rechtlichen, fertig. Und nicht deinen Drittsender denn. Ja. Hast du Musik? Ja. Metal. Leaves Eyes. Sagt ihr was? Natürlich nicht. Das war, Album heißt Sign of the Dragon Head und ist das siebte Album der Band um Alexander Krull. Ist, beschreiben tun sie sich als Symphonic Metal, Viking Metal und die beiden ja natürlich die ganze Zeit über Wikinger-Geschichten schreiben, singen. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Sollte man nicht mal vorschlagen, vielleicht können sie sich den mal vertonen. Ich glaube, haben schon andere vertont. Matzen zum Beispiel. Mhm, weiß ich. Jedenfalls ist es. Und du schreibst Geschichte! Wir sind gerade bei Leaves Eyes, nicht bei Matze. Ja, Entschuldigung. Ja, jedenfalls ist es für jemanden, der Symphonic Metal mit weiblichen Gesang mag, ist es was Schönes. Was schön Bums hinter hat, hat ein bisschen. Hast du Bums gesagt? Ups. Darf man das da sagen? Aber ich hab wach wieder. Ach, kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist es ein schönes Album und man muss sagen, die neue Sängerin, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Wieso nicht? Warte mal, die Vorsängerin hieß ja Liv Christine. Das war eine, die war nicht mehr so ganz so up to date. Ach, hier heißt sie Elina Sivala. Sivala ist ach, eine, die. Ja, genau, die. Ist eine, irgendwie eine Sängerin. Und jetzt fängt mir das Wort nicht ein. Klassische Opernsängerin ist das? Ach, das ist ja nicht eingefallen. Die wird eigentlich den anderen Begriff sein. Also Pranistin, so zeig's. Und die singt, macht einen tollen Job, wirklich. Sie hat wirklich schöne Passagen drin. Und ja, wenn man sich das mal wieder so richtig schön die Kante geben kann, in Sachen Wikinger-Leben, kann man sich das Album mal anhören. Leaves Eyes. Muss man mal hören als Wikinger-Fan. So. Dann kommen wir jetzt zu den Promi-Geburtstagen der Woche. Juhu! Hast du da jemanden? Warte mal. Ja, hab ich. Und zwar Gildo Horn wurde diese Woche 55. Genau, am Donnerstag. Genau. Dann habe ich noch Roberto Baggio. Das ist ein Fußballer. Der hatte den legendären Elfmeter 1994 im WM-Finale gegen Brasilien verschossen. Also sowas von in den Wind geschossen. Wird 50 am 18. Dann habe ich noch Mola Adebisi. Ja, die alte Hütte. 45. Oh. Knaller. Ja, ich glaube, der war so um die 20, als er 21 war, als er bei Viva, 20, 21 war, als er bei Viva angefangen hat. Und dann war Anfang 40, als er beim Dschungelcamp aufgehört hat. Ja, und dann hörte man, aber ich glaube, der ist im Geschäft, aber nicht mehr vor der Kamera. Also ich glaube, der macht irgendwie produktionsmäßig irgendwas. Also ich glaube, dem geht es gar nicht so schlecht. Dann habe ich Herbert Köfer. Ja, den habe ich ja auch. 97 ist er am Samstag. 97, ja. Aber so sieht er doch noch nicht mehr aus. Nö, so wirkt er auch nicht. Aber das ist so das Festas-Phänomen, glaube ich. Ja. Der wurde ja erst wirklich tatterig mit 103 oder so. Als sie ihn dann Flügel festgebunden haben. Ich hatte ja Herbert Köfer, wann war denn das? Es muss jetzt 3-4 Jahre her gewesen sein. Da haben wir ja in Kremmen den Brunch-Talk gemacht. Mhm. Und da hatten wir auch in einer Ausgabe Herbert Köfer. Und also es ist also ein hellwacher Mensch. Ich mag kann viel erzählen, sehr sympathisch also und auch sehr bescheiden. Also ich fand ihn da schon zu DDR-Zeiten cool, weil er halt so ein lockerflockiges Mundwerk hatte. Also ich fand ihn schon richtig klasse. Dann habe ich noch am Donnerstag Elke Heidenreich, ist 75 geworden. Ja, krass, oder? Tolle Frau, also die hat ja mal diverse Sendungen gemacht, aber was ich richtig toll fand, war ihre Lesensendung, wo sie ja eine halbe Stunde lang einfach Bücher vorgestellt hat und immer nur Bücher, die sie mochte. So muss es sein, genau wie hier. Ja, manchmal stellen wir ja auch Sachen vor, die wir scheiße finden. Also ich zumindest. Ja, manchmal, ja. Wobei ich eigentlich inzwischen auch immer nur das, also wenn es wirklich scheiße, dann lasse ich reingehen. Man hat ja auch nicht so viel Zeit. Ne? Stefan Kretschmer ist gestern am Sonnabend 45 geworden.
der Handballer, ja. dessen Mutter gerade gestorben ist, die ja auch eine bekannte DDR-Handballerin war. Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte sie nicht, also als Prominente. Auch nicht. Aber ja, auch am Sonnabend 50 geworden ist Jette Job. Mensch, Mensch, Mensch. Heute am Sonntag 85, Yoko Ono. Das will man nicht wissen. Yoko Ono ist die Zerstörerin der Beatles. Ich wollte gerade sagen, die Frau, die die Beatles kaputt gemacht hat. Genau, kann ja wohl nicht so wie Nora. Ja, Model Talking. Ja. Ja, ich habe auch noch einen. Rita Süssmuth ist am 17.80 geworden. Echt? Ja. Ich hier gar nicht zu stehen. Kannst du mal sehen. Am 17. Erst 17. Heute. Also gestern auch. Ja. Mensch. Ja, und dann natürlich. Mal einer meiner Favorites. Ja, erzähl. Oliver Pocher. Achso. Oliver Pocher ist heute 40 Jahre alt. Also mit 40 alte, ist man ja schon ein ganz schön alter Arsch. Wie habe ich bei Kurt Krömer gelernt, mit 40 muss man seine Beerdigung schon alt fertig haben. Ja, also ich werde demnächst mal mit der Planung anfangen. Ja, 40 Jahre. Ich finde es sehr, sehr schade, dass aus dem letztlich nicht mehr geworden ist. Aber nein, schauen wir mal. Vielleicht ist ja, er geht ja demnächst ja wieder auf Tour. Vielleicht hat er mal wieder so ein Knallerprogramm hinter. Ja, mit Touren ist ja heute mein Berlin war im Quatsch Comedy Club. Das hatte ich letztes Jahr erlebt. Das war in Ordnung. Als alter Fan macht man das auch mit. aber so an alte Zeiten knüpft es natürlich nicht an. Und also ich finde es wirklich schade, dass so sein. Er hatte eigentlich viel Potenzial, aber manchmal hat er tatsächlich ein bisschen mit dem Arsch eingerissen. Also ja, ja. Also hat auch die Sendung, die er gemacht hat, waren ja auch nicht schlecht. Gerade hier 5 gegen Jauch, was er mitmoderiert hat, ist ja jetzt auch leider sein Job losgeworden. Ja, weil dazu, ich weiß gar nicht, warum er die eigentlich. Das weiß ich auch nicht, warum. Weil er zu ProSieben, es hieß, er geht zu ProSieben, aber da habe ich ihn ja bis heute noch nirgendwo gesehen. Also ich war irgendwie ganz kurios, bumm, war er weg. Und dann war natürlich, Buschi ist auch nicht schlecht. Aber ich fand es mit Kombination, ja. Ich fand es mit Pocher cooler, muss ich tatsächlich sagen. So, dann ein großes Jubiläum. Am Donnerstag erschien die Bravo Hits 100. Yeah! Und damit ich mal sehe, ob wir überhaupt noch auf Sendung sind, weil wir nicht genau wissen, ob die Kamera, ob die Batterie hält, zeige ich die mal in die Kamera. Bravo Hits 100. Ja, großartiges Jubiläum. Am Donnerstag erschienen? Seit 92 oder so ungefähr? Ich glaube 92, 93. Ja, irgendwie so in dem Dreh erschienen die allererste Bravo Hits. Und, weißt du noch, was auf den ersten Bravo Hits drauf war? Nein. Harpe Kerkeling mit Rutz. Auf der allerersten? Ja. Zum Beispiel. Jetzt würde heute sowas würde niemals mehr heute drauf sein, oder? Keine Ahnung, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Ja, genau. Erzähl mal, was steht denn auf der Bravo Hits drauf? Ja, ich kann dir mal erzählen, was da so dann so drauf ist. Es ist eine dritte CD mit bei, wo dann nochmal so Highlights drauf sind, wo ich sagen muss, also wer die ausgesucht hat, naja. Also es ist zum Beispiel drauf auf der 100 Ed Sheeran mit Perfect. Ja. Dann Bowser, was du Liebe nennst. Das habe ich auf YouTube irgendwie schon mal rumwabern sehen. Naja. Craig David featuring Bastille, I Know You, Mike Singer, Flashbacks, Michael Patrick Kelly, Roundabouts, dann, das habe ich alles noch nie gehört, Rin, Data Love, Nino, Wewe. Wir sind halt aus der Generation raus. Generation Dua Lipa, was von denen? EGDAF, Dua Lipa, doch, die kenne ich. Pink, Beautiful Trauma, ja, gut. Die Toten Hosen, alles passiert. Lea, Leisa. Ja. Lea, ich glaube Lea, die sich in Binz. Also weil ja, bin ich zufällig gerade da, aber ich kann mich auch täuschen. Justin Bieber und Blutpop. Friends, also dieser Telekom-Song wahrscheinlich. Ja, ja. Robin Schulz, Unforgettable, Ja, das sieht lieber halt mal den dritten, bei der dritten sind ja so ein Klassiker. Also es ist so, ich muss tatsächlich, es ist so dieser langweilige Pop. Also ich sag mal, eigentlich hätte ich mir gar nicht kaufen dürfen, fällt mir jetzt gerade so auf. Ist ja wirklich der langweiligste Scheiß. Also da muss ich auch sagen, da merke ich halt auch, dass ich inzwischen 39 bin, weil irgendwie ich kann mit dieser modernen Popmusik nicht mehr. Aber krass ist ja, dass RTL hat ja wieder die Sendung präsentiert, also diese. Ja, hatten aber sehr viel Zuversicht in dieser Sendung, haben sie gestern um 23:30 Uhr gesendet. Natürlich kommt der erste Deutschland so ein Superdödel, dann kommt Ralf Schmitz und dann kommt erst. Früher wäre um 20.15 Uhr laufen, aber. Wobei man auch sagen muss, dieses Ding ist ja so völlig anachronistisch, oder? Ja. Also, erstens, die Bravo ist ja quasi nicht mehr vorhanden, ist ja am Abnippeln. Alle zwei Wochen kommt sie immer noch. Ja, aber schon weit unter, ich glaube, unter 100.000
sind sie schon. Also da läuft überhaupt nichts mehr. Gibt es eigentlich die anderen Zeitungen eigentlich noch? Ja, aber das ist alles unter ferner Liefen. Und dann, also wer von den Jugendlichen hört, kauft sich eigentlich noch CDs mit irgendwelchen Plastikpop-Scheiß. Also ist ja alles so Rotz zusammengestellt. Also muss ich wirklich so sagen. Also das ist so. Naja. Eine CD, die die Welt nicht braucht. Ja, aber das Interessante ist ja, die sind immer noch in den Hitparaden damit. Also das ist immer noch, die machen es ja, weil es immer noch erfolgreich ist. Aber ich frage mich, wer kauft das? Ist wie Leaf Eis. Die sind auch mit Platz 21 in den Charts gestartet. Ja. Muss man mal vorstellen. Also auf der Highlight-CD ist Britney Spears, Baby One More Time, Backstreet Boys, Everybody, Die Toten Hosen, Tage wie diese. Lady Gaga, Pokerface. Ja. Ja, aber es sind so die Erfindungen wie die Bobby ersten. Bobby Williams, Generation. Angels, Ich und Ich vom selben Stern, Mark Forster und Sido Au Revoir, Licky Lee, I Follow Rivers, Swaggin' Bone Man, Human, Take That Patience, Kelly Family, I Can't Help Myself, The Script featuring Will I Am, Hall of Fame, Tokyo Hotel durch den Monsoon. Oh, ja, da fehlt da komplett die 90er Jahre. Culture Candela, Hammer. Fehlt was? Fehlen ja fast komplett die 90er Jahre. Juli, Perfekte Welle, Shakira, Whenever, Wherever. Robert Miles, Children, Tim okay. Bensko, Nur noch kurz die Welt retten und Silbermond durch die Nacht. Ja, das war doch mal ein Querschnitt über 20, in die 25 Jahre. Ja, 26 also Jahre. Muss man, muss ich jetzt leider mal so sagen, muss man nicht kaufen. Also, naja. Ich würde mal sagen, du zeigst uns erstmal dein schickes Buch, was du noch hast. Ja, passt eigentlich. 3 Tage Wut. Da sind die 3 Tage wach. 3 Tage Wut heißt es, von Catherine Bruton. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht schon mal vorgestellt habe. Nee. Aber nee. Erschienen im DTV. Ich muss gerade, spielt in London. Und es geht um ein junges Mädchen, die Tochter einer einflussreichen Stadtpolitikerin ist, die alles und immer filmt. Also alles filmt die und lädt die dann irgendwo hoch und das kann man dann auf YouTube sehen. Und es gibt in London Unruhen, soziale Unruhen, weil die Polizei auf irgendwelche Jugendlichen eingeprügelt hat und die natürlich der Meinung sind, es ist nicht richtig gewesen, wahrscheinlich war es auch nicht richtig. Und ja, diese Mädel, die dokumentiert das alles und lernt dann auch einen anderen jungen Mann kennen, einen Jungen halt, der aus ärmeren Verhältnissen kommt. Und die freunden sich an und die wiederum lernen dann einen Typen kennen, der aus einer dieser Gangs kommt. Der die dann aber nach Strich und Faden immer wieder verarscht und in irgendwelche brenzligen Situationen bringt. Und letztlich ist es dann so, dass sie auch dann in diesen Gewaltstrudel so ein bisschen mit reingeraten. Filmt aber währenddessen immer noch. Ja, sie filmt halt immer noch, aber auch das ist dann halt alles sehr gefährlich. Und diese Ausschreitungen, die verlagern sich dann in dieses Wohnviertel dann auch, wo die dann sind. Und ja, also es ist gut geschrieben, es ist kurzweilig, es ist jetzt keine Hochkultur, aber das sind ja 260 Seiten ungefähr. Aber jetzt auch nicht. Das liest sich wirklich schnell. Es ist natürlich auch ein Jugendbuch, aber tatsächlich sehr interessant. Und es ist natürlich diese übliche Mischung Herzschmerz und Politik so ein bisschen und so Intrigen auch zwischen der, also die Mutter, die ja die Stadtpolitikerin ist, die muss ja dann sich immer erklären, warum sie denn dieses und jenes macht. Kann man machen. Wobei ich sagen muss, 3 Tage Wut ist ja immer so, dass die deutschen Verlage mal etwas merkwürdige Buchtitel nehmen. Der Originaltitel ist I Predict a Riot. Und wenn ich dann sehe, 3 Tage Wut, ist ja... Der erinnert mich doch eher an ein Lied von Franz Ferdinand. Ja. Nee, ja. Also kann man lesen, ist jetzt nichts Besonderes oder nichts Hochtrabendes, aber es ist... Nette Nebenbei-Lyrik. Genau. Lyrik ist vielleicht das falsche Wort, was ja. Prosa. Ja, und dann war da noch Andrea Nahles, die in irgendeiner Kamera gesagt hat, beim politischen Aschermittwoch hat sie gesagt, sie sieht die Merkel-Dämmerung. Oh, schönes Wort. Ja. Wo ich dann aber sage, Mensch, ja, im Dunkeln sieht man wahrscheinlich die Dämmerung von außen sehr, sehr gut. Frau Merkel hat sich ja gesagt, 4 Jahre will sie jetzt definitiv mal warten. Gucken wir mal, was danach kommt. Wir werden es beobachten. In diesem Sinne, ich sag mal, Robert, was war das hier? Das war schon wieder keine Wochenshow. Prost. Auf Wiedersehen.